Hi Leute, der SQ64 hat ein paar coole Funktionen, mit denen wir in die Timingstruktur unserer Sequenzen eingreifen können. Damit können wir zum Beispiel ganz interessante Freeze- oder Drop-Effekte erzielen. Ihr kennt diese Effekte bestimmt aus dem modernen R&B- oder Elektrobereich, Time Freeze oder Time Shift. Über diese Buttons hier kann ich auswählen, wie stark die Sequenz gestreckt oder gestaucht werden soll. Die normale Timing-Auflösung meiner Sequenzen oder meiner Patterns sind 16. Ich gehe jetzt mal auf 8. Dann wird die Sequenz doppelt so langsam und natürlich auch doppelt so lang. Was ein super Effekt ist, wenn man so einen Breakdown macht in einer Performance. Jetzt gehe ich auf 1/4. Das ist dann noch mehr wie in Zeitlupe. Kann jetzt natürlich wieder die Drums dazu nehmen. Die kann ich natürlich auch mitstrecken. Jetzt gehe ich wieder hoch mit dem Timing. Noch weiter bis auf 16. Jetzt gehe ich mal noch höher auf 32. Als Timing. Das hört ihr jetzt. Mute mal meine Drum Tracks. Wenn ich die Triplets nur auf diese Basssequenz anwende. Wahnsinn. Ich habe jetzt relativ leichten und schnellen Zugriff auf die Mute-Funktion meiner Drumtracks. Wenn ich hier oben die Shift-Taste drücke und jeweils die Unterspur meiner Drumtracks